die Potenzen von 10 und ihre Bedeutung in den Naturwissenschaften. Der geniale englische Mathematiker und Physiker Sir Isaac Newton erstellte einst das Gravitationsgesetz, nachdem zwei Massen M1 und M2 sich gegenseitig anziehen mit gleich großen Kräften. Diese Kräfte werden berechnet durch die Formel Kraft gleich eine Konstante groß G multipliziert mit dem Produkt der zwei Massen, die werden jeweils in Kilogramm ausgedrückt, geteilt durch das Quadrat der Distanz zwischen den zwei Massenzentren. Diese Distanz wird in Meter ausgedrückt. Im internationalen Einheitensystem hat diese Konstante G diesen Wert. Diese 6 steht an 11. Stelle hinter dem Komma. Es ist sehr lästig, so eine Zahl mit so vielen Nullen schreiben zu müssen, also haben die Wissenschaftler entschieden, solche Zahlen so zu schreiben, in wissenschaftlicher Schreibweise. Die erste Ziffer hinter dem Komma, die verschieden ist von 0, wird hier als einer Ziffer geschrieben, alles andere gehört hinter dem Komma. Und diese Zahl wird dann multipliziert mit dieser Zehnerpotenz. Das Minus im Exponenten drückt aus, dass die Zahl sehr, sehr klein ist. Und die 11 im Exponenten drückt aus, dass diese Einerziffer in dieser Schreibweise an 11. Stelle hinter dem Komma steht. Es ist gut, dass wir solche Zahlen nicht mehr auswendig behalten müssen, denn sie sind in modernen Taschenrechnern, wie in diesem Casio hier, gespeichert. Sie sind gespeichert unter const. Wir rufen diese Funktion also jetzt auf, indem wir Shift, gelb, und 7, gelb für const, tippen. Hier oben im Emulatorfenster kann man schön verfolgen, worauf ich gerade getippt habe. Im Display erscheinen jetzt 4 Kategorien von Konstanten. Diese Konstante groß G, die ist in der ersten Kategorie untergebracht, also tippen wir die 1. Und im Display sehen wir auch diesen Buchstaben groß G versehen mit der Ziffer 7, also tippen wir jetzt die 7. Dann erscheint im Display der Buchstabe groß G und um den Zahlenwert zu erfahren, tippen wir einfach auf ist. Groß G ist 6,67 mal 10 hoch minus 11, das ist genau der Zahlenwert, den wir eben hier festgehalten haben. Ein schönes Beispiel vom Gravitationsgesetz von Newton finden wir in der Himmelsmechanik. Zum Beispiel Erde und Sonne sind zwei gewaltige Massen, die sich also gegenseitig anziehen. Die Entfernung zwischen Erde und Sonne beträgt ungefähr 150 Millionen Kilometer. Das sind 150 Milliarden Meter. Auch hier, statt die Zahl mit so vielen Nullen schreiben zu müssen, bringen wir sie sofort in wissenschaftliche Schreibweise. Die Zahl 1,5 muss mit 10 hoch 11 multipliziert werden, um an diese Zahl zu gelangen. Ist der Exponent positiv, dann ist eine sehr große Zahl gemeint. Ist der Exponent wie hier negativ, dann ist eine sehr kleine Zahl gemeint. Die Masse der Erde ist eine riesige Zahl, in Kilogramm ausgedrückt. Auch diese Zahl bringen wir in wissenschaftlicher Schreibweise. Und die Masse der Sonne ist noch viel, viel größer. Auch die setzen wir in wissenschaftliche Schreibweise. Wir sehen also, die Potenzen von 10 kommen sehr häufig vor in den Naturwissenschaften. Dieses Gravitationsgesetz von Isaac Newton ermöglichte damals zum ersten Mal die drei Gesetze
vom deutschen Physiker und Astronomen Johannes Kepler mathematisch zu beweisen. Das erste Gesetz von Kepler besagt, dass jeder Planet von unserem Sonnensystem auf einer ellipsenförmigen Laufbahn um die Sonne dreht und die Sonne steht auf einem Brennpunkt dieser Ellipse. Das gilt für alle Planeten unseres Sonnensystems, wie hier auch zum Beispiel, das ist die Erde, hier für Mars. Mars dreht auch auf einer Ellipse um die Sonne und die Sonne steht auf einem Brennpunkt von dieser Ellipse. Das zweite Gesetz von Johannes Kepler besagt dieses. Wenn die Strecke Sonne-Planet während einer Zeit T1 diese Fläche überstreicht und während der Zeit T2 diese Fläche überstreicht und die Zeiten T1 und T2 sind gleich groß, dann hat das zur Folge, dass diese zwei schwarzen überstreiften Flächen auch gleich groß sein müssen, was bedeutet, der Flächeninhalt A1 muss genauso groß sein wie der Flächeninhalt A2, wenn die zwei Zeiten hier gleich sind. Dieses zweite Gesetz von Kepler hat eine seltsame Konsequenz, denn wenn ein Planet dichter an der Sonne liegt, dann muss er schneller düsen, als wenn er weiter entfernt ist von der Sonne. Und dem ist auch so. Gut, für das dritte Gesetz von Johannes Kepler brauchen wir weitere Planeten. Nehmen wir zum Beispiel den Mars. Die Umlaufzeit der Erde, das heißt die Zeit, die die Erde benötigt, um eine volle Runde um die Sonne zu drehen, die beschreiben wir mit TE. Das ist also die Periode der Umkreisung der Erde um die Sonne. TM, das ist die Zeit, die Mars benötigt, um eine volle Runde um die Sonne zu drehen. TM ist die Umlaufzeit vom Mars. Die große Halbachse für die Erde bezeichnen wir mit AE. Und für den Mars wird die große Halbachse mit AM bezeichnet. TE und TM sind verschiedene Zahlen. AE und AM sind auch verschiedene Zahlen. Aber wenn wir die Umlaufzeit der Erde im Quadrat nehmen und die große Halbachse der Erde hoch 3 nehmen und teilen dann das Quadrat von TE durch die dritte Potenz von AE, dann erhalten wir eine Zahl, die planetenunabhängig ist. Das heißt, wenn wir genau dasselbe machen für den Mars, dann finden wir denselben Bruch wie für die Erde. Und seltsamerweise funktioniert das für alle 6 anderen Planeten des Sonnensystems. Wir finden immer dieselbe Zahl. Somit haben wir also ein schönes kleines Modell für unser Sonnensystem. Schauen wir einen anderen Bereich, wo Zehnerpotenzen eingesetzt werden. Das ist ein kleines Wassertröpfchen und wird zerkleinert. Kleiner. Noch kleiner. Das ist so klein, dass man es gar nicht mehr sieht. Frage: Kann man Wasser so unendlich oft zerkleinern? Oder geht es irgendwann mal nicht mehr kleiner? Der zweite Teil der Frage stimmt. Irgendwann erreicht man den kleinsten Bestandteil vom Wasser. Und der kleinste Bestandteil einer Materie nennt man Molekül von dieser Materie. Der kleinste Bestandteil Wasser ist also ein Wassermolekül. Würde man das noch zerkleinern, müsste man zum Beispiel hier ein Haar abtrennen und das, was übrig bleibt, ist dann aber kein Wasser mehr. Also der kleinste Bestandteil Wasser ist ein Wassermolekül. Ein Molekül wiederum
besteht aus einzelnen Atomen. Fürs Wasser sind es zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom. Die Bestandteile eines Moleküls sind also Atome, und durch diese Atome wird das Molekül auch bezeichnet. Das Wassermolekül wird bezeichnet mit H2O. Es sind zwei H-Atome drin, zwei Wasserstoffatome und ein O, ein Sauerstoffatom. Wie sehen denn jetzt Atome aus? Einzelne Atome. Nach dem Modell des dänischen Physikers Niels Bohr sieht ein Atom so aus. Im Innern ist ein Kern, der hauptsächlich Partikelchen enthält, die man Protonen nennt, und andere Partikelchen, die man Neutronen nennt. Und um diesen Kern kreisen noch andere Partikelchen, die man Elektronen nennt. Und die Masse von solch einem Elektron ist winzig, winzig klein. Diese 9 steht an der 31. Stelle hinter dem Komma. Selbstverständlich schreiben wir so eine Zahl in wissenschaftlicher Form, 9,11 mal 10 hoch minus 31. Die Masse eines Protons ist größer als die eines Elektrons, aber die Masse eines Protons stimmt ungefähr mit der Masse eines Neutrons überein. Hier steht noch die Zahl A0. So kennzeichnet man den Durchschnittsradius von einem Atom. Man nennt ihn offiziell den Radius von Bohr. Die Elektronen, die um den Kern sausen, die sind elektrisch negativ geladen, und die Protonen in dem Kern, die sind elektrisch positiv geladen. Die Neutronen sind elektrisch neutral, deshalb heißen sie auch Neutronen. Die elektrische Ladung von einem Elektron beträgt minus 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Die Ladungseinheit ist Coulomb, zu Ehren des französischen Physikers Charles-Augustin de Coulomb. Die elektrische Ladung eines Protons stimmt genau mit der elektrischen Ladung eines Elektrons überein. Nur ist die positiv und die negativ. Da die Anzahl Elektronen mit der Anzahl Protonen in einem Atom übereinstimmt, ist ein Atom elektrisch neutral. Diese Anzahl Elektronen, also auch Anzahl Protonen, wie hier 2, ist die Ordnungszahl des Atoms im Periodensystem. Für hier 2 ist es das Element mit Ordnungszahl 2, also ist das hier das Atommodell für Helium. Solche Zahlen sind im Taschenrechner ebenfalls gespeichert. Rufen wir sie ab durch Shift-Const. Wir sind hier beim Atom, also wählen wir die 3 und sehen hier die Masse eines Protons, die Masse eines Neutrons, die Masse eines Elektrons. Da steht auch der Radius von Bohr. Rufen wir den mal ab, um zu testen. 5 A0 ist 5,29 mal 10 hoch minus 11. Das ist die Zahl, die wir eben hier genannt hatten. Auch die elektrische Ladung für Elektron, also auch für Proton, sind im Taschenrechner gespeichert. Shift-Konstante. Wir sind hier bei Elektromagnetismus, also wählen wir die Kategorie 2. Und da steht sie auch schon, die Zahl E, E für elektrische Ladung von einem Elektron, also wählen wir 3. Hier wird die Ladung aber nur im Betrag angegeben. Wir wissen ja, dass es minus 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb ist. Vorsicht beim Taschenrechner, diese Zahl E, die da gespeichert ist, nicht verwechseln mit dieser Zahl E. Wir rufen die mal ab.
Schicht E hoch. Wenn wir jetzt noch eine 1 als Hochzahl eintippen, dann erhalten wir den Wert dieser Zahl E. Das ist die Zahl von Euler, zu Ehren des Schweizer Mathematikers Leonhard Euler, so genannt. Es ist die Zahl 2,71821828. So könnte man denken, sie sei periodisch, ist sie aber nicht, denn danach folgt 4, 5 und dann eine 9. Kehren wir zurück zu unseren Wissenschaften und begeben uns jetzt in den Bereich der Chemie. Kommen wir nochmal auf das Wassermolekül zurück. Das Periodensystem gibt die Atommasse von Wasserstoff an. Es ist ein ganz bisschen mehr als 1. Wir runden ab und nehmen 1. Das Periodensystem zeigt auch die Atommasse von Sauerstoff. Das ist ein ganz bisschen weniger als 16. Da runden wir auf und nehmen 16. Mit diesen Atommassen für H und O machen wir fürs Wassermolekül folgende Rechnung. Die Atommasse 1 nehmen wir zweimal, weil ja zwei Wasserstoffatome vorhanden sind. Die Atommasse 16 nehmen wir einmal, weil ein Atom Sauerstoff vorhanden ist. Wir addieren diese zwei Produkte und erhalten jetzt die Zahl 18. Hinter diese Zahl 18 kleben wir einfach die Masseneinheit Gramm. 18 Gramm Wasser bildet 1 Mol Wasser. 18 Gramm Wasser, das ist 1 Mol Wasser. So kann man auch für andere Substanzen vorgehen. Nehmen wir zum Beispiel Schwefelsäure, das ist H2SO4. Wenn man die Atommasse für H, für Schwefel, also S, und für O abliest und dann diese selbe Rechnung macht, dann findet man für H2SO4 die Zahl 98. Hinter 98 kleben wir die Einheit Gramm und 98 Gramm Schwefelsäure bildet 1 Mol Schwefelsäure. Warum ist diese chemische Einheit jetzt so wichtig? Weil in einem Mol von egal welcher Substanz befinden sich immer so viele Moleküle dieser Substanz. Also in 18 Gramm Wasser befinden sich so viele Wassermoleküle. Diese Zahl nennt man die Zahl des Avogadro zu Ehren des italienischen Physikers und Chemikers Amedeo Avogadro. Und diese Zahl ist ebenfalls im Emulator gespeichert. Gehen wir nochmal nachschauen. Shift, Konstante. Wir sind im Moment in Chemie, also wählen wir die vierte Kategorie aus. Hier. Und hier drin sehen wir irgendwo Na. Da steht Na, Avogadro-Zahl, die 3. Wir wählen die 3. Ist Zeichen und wir erhalten effektiv 6,02 mal 10 hoch 23, wie hier eben schon festgehalten, 6,02 mal 10 hoch 23. Das waren ganz viele Beispiele zu Zehnerpotenzen aus verschiedenen Naturwissenschaften. Kehren wir jetzt zurück zur Mathematik. Und erinnern wir uns an unsere üblichen Formeln der Potenzen, die selbstverständlich auch gültig sind für die Zehnerpotenzen. Es schadet also gar nicht, solche Formeln zu üben für Zehnerpotenzen, um dann dembezüglich in den Wissenschaften fit zu sein.